Hallo zusammen. Ich würde sagen, es hat auch ganz gut funktioniert mit dem ersten Fliegenpilz des Jahres. Das Foto habe ich vorgestern gemacht. Da war es ganz schön sonnig schon. Ich war etwas spät eigentlich für meinen Geschmack unterwegs. Aber in Verbindung mit dem vielen Tau, den es an dem Morgen gab, hat das Gegenlicht, der doch eher schon ein bisschen harten Sonne, irgendwie schon was gebracht. Also war nicht ganz falsch, mal zu einer Uhrzeit zu fotografieren, wo ich normalerweise nicht mehr fotografiere. Zumindest wenn es Tau hat. Gestern war ich dann auch hier. Da war es ein bisschen anders. Da war ich direkt bei Sonnenaufgang da. War auch interessant. Und davon zeige ich jetzt mal ein paar Impressionen. Und danach kümmern wir uns mal kurz um diese Fliegenpilze hier unten. Die stehen nämlich ganz praktisch, wenn man so will, in drei fotografischen Güteklassen. Einmal mitten im Heidekraut. Für mehr als Detailaufnahmen ist der, glaube ich, nicht zu gebrauchen, zumindest für mich nicht. Tut mir leid, Fliegenpilz, aber ne. Dann am Rand vom Heidekraut. Nicht erschrecken, ich bin's ganz kurz. Hier habe ich komplett vergessen zu erwähnen, dass es der Pilz aus dem vorherigen Foto ist jetzt. Dann macht das auch gleich viel mehr Sinn, was ich danach sage. Das ist in dem Fall ganz cool gewesen, weil das verblühte Heidekraut ist nicht bunt. Es war noch dunkel, auch wenn die Sonne schon aufgegangen war, aber das hat halt noch nicht das Heidekraut erreicht, das Licht. Dementsprechend habe ich die Struktur vom Heidekraut gehabt, aber nichts Ablenkendes. Und das war eher so eine kontrastarme Struktur noch, weil es halt noch dunkel war oder halt kein direktes Licht abgekriegt hat. Aber es hat dafür gesorgt, dass die Umgebung vom Fliegenpilz irgendwie ein bisschen interessanter aussieht durch diese Struktur eben. Und der Fliegenpilz halt nicht in Konkurrenz dazu steht, sondern trotzdem für sich selber irgendwie das hinkriegt, das Bild zu dominieren quasi. Außer mit dem Sonnenfleck oben halt. Wenn da jetzt irgendwie, was weiß ich, gelbe Blumen geblüht hätten direkt außenrum, wäre das wahrscheinlich eher so Konkurrenz gewesen zum Fliegenpilz und hätte wahrscheinlich eher abgelenkt. Aber das war halt nicht der Fall mit dem dunklen, strukturreichen, aber trotzdem kontrastarmen Heidekraut. Und dann der freistehende Pilz hier. Der ist natürlich am einfachsten zu fotografieren, aber hat auch den Nachteil halt auch oft, dass solche Fotos einfach Vordergrund und Hintergrund mehr oder weniger gleich hell, gleiche Farbe und ein bisschen fad aussehen auf Dauer. Wird sich hier natürlich anbieten, hier von der Birke was mit drauf zu nehmen, von dem Laub, von dem bunten Laub. Aber der blöde Sturm letztens hat wohl doch mehr weggeweht, als ich gedacht hätte. Und dementsprechend ist es dieses Jahr, glaube ich, nicht so einfach, irgendwie so ein Bild zu machen, zumindest hier, wo Pilz und buntes Laub zu sehen ist. Aber wer weiß, es kommen noch ein paar Pilze raus, vielleicht ergibt sich noch was mit einer anderen Birke. Ich habe trotzdem den Freistehenden jetzt vorher auch noch fotografiert, weil, wenn er schon so gut steht, warum nicht? Wie üblich, lange Brennweite, 135 mm bei mir, Blende 2.0. Ich habe auch mal ein bisschen weiter abgeblendet, um zu gucken, ob der Hintergrund ein bisschen mehr Struktur kriegt, aber mir war das dann schnell zu ablenkend. Ist trotzdem interessant, immer wieder mal zu sehen, wie sich das ändert, wenn man die Blende schließt. Ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt bessere Fliegenpilzfotos, aber wenn das schon so steht, wie gesagt, ich habe ihn einfach fotografieren müssen. Zwischendurch, genau wie jetzt, war auch dann die Sonne mal kurz da. Jetzt ist er wahrscheinlich länger da, aber schon recht weit oben. War im Gegenlicht auch interessant, weil halt auch das nasse Laub vorne dran noch so ein bisschen Flecken reingebracht hat. Und das Streiflicht am Objektiv so ein bisschen arg, wie man es jetzt auch sieht, Kontrast vermindert hat. Aber ich mag ja solche Fehler an sich. Dementsprechend mal gucken, was daraus geworden ist. Übrigens, ich habe auch dieses Mal, wie so oft, wenn ich Hochformatfotos mache, um ganz bodennah zu fotografieren, mein L-Winkel abgeschraubt an der Kamera, also den Hochformatteil, damit ich weiter runterkomme. Es geht bloß um, ich weiß nicht, 2 cm, 1 cm, aber das macht doch manchmal einen Unterschied. Also hier Fotos von dem freistehenden Fliegenpilz da unten. Ich hoffe, sie gefallen euch. Soll es dann schon gewesen sein für heute.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem doch etwas fliegenpisslastigen Video. Aber die machen halt auch einfach Spaß, wenn es ums Fotografieren geht. Und ich habe gemerkt, ich sollte vielleicht öfter fotografieren gehen zu Uhrzeiten, wo ich normalerweise nicht gehen würde. Vor allem, wenn es halt nicht um Landschaften geht. Sonst hätte ich dieses erste Bild mit dem hellen Fliegenpilz, mit den schönen bunten Farben gar nicht gemacht. Und das wäre echt schade, finde ich. Der war übrigens am nächsten Tag schon weg. Also entweder hat jemand abgepflückt oder gegessen oder was weiß ich was. Jedenfalls auch ein Hinweis darauf, das Foto am besten gleich machen und nicht hoffen, dass es irgendwann noch besser geht, weil vielleicht ist das Motiv dann weg. Gut, mein Kalender ist übrigens fertig, vorbestellbar. 12 Fotos, Format A3. Wird 16,99 plus Versandkosten, alles weitere in der Beschreibung, inklusive Link. Also, dann jetzt nochmal die ganzen Fotos der Fliegenpilze und wir sehen uns hoffentlich nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, tschüss und danke fürs Anschauen. Thank you.